Ebola. Ebola zählt zu den gefährlichsten viralen Erregern unserer heutigen Zeit. Erstmals entdeckt wurde es 1976 in einem Fluss namens Ebola in der Republik Kongo. Bis heute gibt es noch kein offizielles Heilmittel gegen dieses Virus. Doch wie kommt der Erreger nun in den Körper? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann das Virus durch den Verzehr infizierten Fleisches in den Körper des Menschen gelangen. Zum anderen kann das Virus direkt von Mensch zu Mensch übertragen werden. Dies kann allerdings erst nach dem Auftreten von Symptomen geschehen und der Mensch muss mit Körperflüssigkeiten einer infizierten Person, wie zum Beispiel Blut oder Erbrochenes, in Kontakt kommen. Wenn durch eine dieser zwei Möglichkeiten das Ebola-Virus nun in den Körper des Menschen gelangt, wird dieser infiziert. Nach der Infektion beträgt die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen der Infektion mit dem Virus und dem Auftreten erster Symptome, zwischen 2 und 21 Tagen. Danach tritt ein virales, hämorrhagisches Fieber auf, also ein Fieber zusammen mit inneren und äußeren Blutungen. Weitere Symptome sind Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit und Erbrechen. In 50 bis 90% der Fälle führt Ebola zum Tod. Was passiert nun im Körper? Das Ebola-Virus dringt in die Immunzellen, vor allem Makrophagen und Monozyten, ein und vermehrt sich in ihnen. In der Zelle trennt sich die DNA vom Virus, hier lila dargestellt, und wandert in den Zellkern. Dort wird seine DNA repliziert. Sie wandern wieder aus dem Kern. Die Zelle stellt dabei die Proteinhülle des Virus her. Das Virus wird so vervielfacht. Der Zellkern wird gegen alle körpereigenen Abwehrstoffe abgeschirmt und kann so den Befall mit dem Virus weder feststellen noch verhindern. Aber warum verbluten nun die mit Ebola infizierten Menschen? Nachdem das Ebola-Virus nun aus den Zellen vermehrt ausgetreten ist, greift es die Blutgefäßmembranen an. Dies geschieht vor allem in den Haargefäßen, den Kapillaren, da hier die Wände dünnschichtiger sind. Das Virus bewirkt, dass die Gefäßwände durchlässig werden. Darauf reagiert der Körper, wie bei jeder Wunde, mit einer Gerinnung des Blutes. Da die Viren dies jedoch so vielfach verursachen, verklumpen die Blutgefäße und es entstehen Trompen und Gerinnseln sowohl innerhalb als auch außerhalb der Blutgefäße. Dadurch werden die Blutbahnen blockiert und wichtige Organe wie Herz, Leber und Nieren werden nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgt. Es kommt zum Organversagen. Ein weiteres Problem ist, dass dem Körper aufgrund derartig vieler Wunden in den Blutgefäßen die Blutplättchen, einem wichtigen Faktor bei der Blutgerinnung, ausgehen. Zum einen liegt dies daran, dass die Wunden so zahlreich viele sind. Noch dazu kommt, dass die Organe, die für die Produktion der Thrombozyten verantwortlich sind, aufgrund der mangelnden Sauerstoffzufuhr nicht mehr produzieren.